Liebe Marion, lieber Roger, liebes Jungschützenpaar, liebe Schützenbrüder und Anwesende, hiermit möchte ich euch zu unserem Schützenfest am Lehrmal herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich unser Blasorchester St. Peter und Paul Eslohe unter der Leitung von Frank Schulte. Herzlich willkommen. Wie schon in meinen Grußworten erwähnt, mussten wir schweren Herzens die traurige Entscheidung treffen und das traditionelle Schützenfest auch auf dieses Jahr absagen. Eine Pandemie wie diese in Deutschland und weltweit unser Leben beeinträchtigt und wir Menschen das ein oder andere einschränken müssen, sprich sich mit Freunden und Familien treffen, Partys feiern, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, all diese Dinge und noch mehr, die leider nicht oder sogar eingeschränkt nur möglich sind. Aber es gab auch andere Zeiten, die weitaus schlimmer waren. Das Ende des Ersten Weltkrieges, viele werden denken, ja lang ist es her. Aber die 17 Millionen Toten dieses Krieges nahmen uns innezuhalten. Erst recht die 60 Millionen Toten, die der Zweite Weltkrieg gefordert hat. All diese Menschen fielen letztlich eine Wahnvorstellung mit sinnloser Gewalt und Opfer, zum Opfer. Schauen wir in unsere Welt. Trotz Pandemie, die auch ihre Opfer gefordert hat und auch fordern wird, werden wir vor Kriege auf der ganzen Welt geführt. Und so fragt man sich, wie in den heutigen Zeiten überhaupt noch eine globale Weltgemeinschaft aussehen kann. Eine Antwort auf diese Frage kann das Schützenfest bieten. Demokratie, Toleranz, Freiheit und Humanität sind Werte, die die Schützen hochhalten und weiter verehren wollen. Glaube ist in der Heimat und das auf der ganzen Ebene. Heute Nachmittag stehen wir hier gemeinsam am Mehrmal und gedenken all jener, die einer Katastrophe zum Opfer gefallen sind. Machen wir uns gemeinsam Gedanken, dass wir neue Wege einschlagen müssen. Machen wir uns bewusst, dass es mehr gibt, das uns verbindet, als es uns trennt. Es sind die gemeinsamen Schützenwerte, was die Gemeinschaft aufrecht erhält. Im Gedanken an die Toten der Weltkriege und alle Opfer von Krieg und Gewalt wollen wir diese Werte eintreten. Dazu gebe Gott uns seinen Schutz und seinen Segen. Wir alle wünschen uns, dass nächstes Jahr wieder unser Fest im Traditionellen feiern können. So möchte ich euch von dieser Stelle Gesundheit und Wohlergehen wünschen. Grüßt eure Familien und Mitglieder, die heute nicht an diesem Gedenkzeremonie teilnehmen konnten. Kompanie, Stillgestand. Das Gewehr über. Zur Kranzniederlegung, Achtung, präsentiert das Gewehr.
Vielen Dank. Kompanie, rührt euch.